Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine AMD Ryzen CPU übertaktet habe. Wie ihr ja aus den vorigen Videos wisst, habe ich eine AMD Ryzen 7 1800X CPU, die ich permanent auf 4 GHz übertaktet habe und mit Boost auf 4,5 GHz läuft. In diesem Video möchte ich euch nur kurz zeigen, wie ich das gemacht habe auf dem Mainboard Asus Hero 6. Alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr. Sie sind nach meinem besten Gewissen und Gewissen gemacht worden und bei mir läuft das System stabil. Wie es dann bei euch im Endeffekt ausgeht, müsst ihr selber testen. Dabei übernehme ich natürlich keine Haftung für etwaige Schäden, wenn ihr es übertreibt mit eurer CPU. Wenn ich den PC hochfahre, muss ich F2 drücken, um in das BIOS vom Asus Hero 6 zu kommen. Und dann haben wir erstmal das Menü, die Anfangsseite, wo ihr dann schon mal alles nachlesen könnt, auf was der Speicher zum Beispiel läuft und die CPU. Bei mir ist es so gewesen, der Speicher kann 2666 MHz. Lief aber leider komischerweise nicht auf dieser. Bei mir war die Standardeinstellung vom BIOS her auf 2133. Da könnt ihr als erstes probieren, hier oben Standard einzustellen, falls dies nicht drin ist. Und wenn ihr Standard einstellt, müsste er sich schon auf die 2666 MHz einstellen, worauf mein Speicher auch getaktet ist. Ihr setzt quasi euren Standard ein, was euer RAM auch bietet oder kann, und das System bricht schon zusammen, dann müsst ihr weiter forschen, wo die Fehlerquelle ist. Bei mir hat Standard funktioniert mit 2666 MHz, weil auch mein 1800X AMD Ryzen CPU auch perfekt dafür läuft. Das habe ich mir vorher nachgelesen. Wenn ich jetzt einen besseren gekauft hätte, mit höherer Taktrate, zum Beispiel mit 3200, wusste ich vorher schon, dass diese CPU diese Taktrate vom RAM nicht optimal unterstützt. Kommen wir zur Übertaktung von der CPU. Viele stellen hier beide Sachen ein. Da ist der ganz wichtige Punkt bei mir gewesen. Ich habe nur den FID erhöht auf 160. Das ergab eine Frequenz von 4000 MHz. Den Volt habe ich nicht permanent stabil angepasst. Volt und so weiter steht auf Automatik. Es gibt welche, die stellen die Spannung hier ein und die CPU-Spannung wird sozusagen auf permanent eingestellt. Bei mir steht es auf Automatik und die CPU nimmt sich so viel Volt, wie sie gerade braucht. Ich habe gemerkt, wenn sie ganz am Anfang ist, taktet die CPU auch etwas runter, nimmt sich weniger Volt, wird aber dann im Nachhinein auch super hochgetaktet. Ich habe aber auch gemerkt, sie nimmt den Boost gut an. Wenn ich auf Automatik stehen habe, boostet er auf 4,5 GHz die CPU und nimmt sich dementsprechend viel Spannung auch weg. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich ein Auto immer auf volle Touren laufen lasse, fliegt mir auch irgendwann der Motor um die Ohren. Der Motor kann richtig viel Leistung bringen, muss aber auch mal ab und zu runtergeschalten werden. Und so ist es mit der CPU genauso. Also, ist meine Meinung. Wenn ich auf Automatik habe, nimmt er sich viel Spannung, wenn ich zocke und viel Leistung brauche und er seinen Boost aktiviert. Taktet aber auch wieder runter und nimmt sich wenig Spannung, wenn er nicht so viel Leistung braucht, wenn ich mir ein Word-Dokument bearbeite. Und das System lief bis jetzt dato immer stabil. Es gab keine Bluescreens, es gab keine Ruckler, es gab keine stockenden, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das System irgendwo ausgebremst wurde. Obwohl er ja seine Megahertz hier selber immer angepasst hat. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was eure persönliche Meinung dazu ist und wie ihr das geregelt habt.
Ich habe gesehen, viele stellen eine permanente Voltzahl ein. Könnt gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was bei euch die beste Einstellung gewesen ist. Ich möchte euch das jetzt auch nur kurz deswegen zeigen, weil ich persönlich lang überlegt habe, viele Videos angeschaut habe und leider in dem Bereich viele englischsprachige Videos nur gefunden habe, wie sie das über Takten machen. Und ich viel gesehen habe, dass hier immer eine permanente Voltzahl drin stand. Ich habe Automatik, er nimmt sich viel Volt, wenn er es braucht. So, das Thema kurz abgehakt. Nochmal kurz auf den RAM zu kommen. Ihr könnt die höchste Einstellung, was euer RAM bietet, einstellen. Oder ihr könnt dort auch versuchen zu übertakten. Passt aber bitte in der Hinsicht gut auf. FID bei mir auf 160 sind 4000 MHz. Temperatur 40 Grad ist auch ohne Belastung vollkommen normal. Ich habe ja die Wasserkühlung drauf. Ich verlinke euch auch noch mal unten drunter das Video, wo ich den kompletten PC euch vorgestellt habe. Ich hoffe, jemand, der eine AMD Ryzen 7 CPU übertakten möchte, hilft das Video ein wenig, dass man auch mit einer Automatikeinstellung gut übertakten kann und damit langfristig glücklich ist. Ich wollte euch das nur kurz zeigen, weil ich es im letzten Video angesprochen habe. Und ich hoffe, euch hilft das Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, das unterstützt mich immer sehr und freut mich und spornt mich immer wieder an, neue Videos rauszuhauen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für diesen kleinen Crashkurs, wie ich meine CPU übertakte. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.